Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Oh nein, jetzt habe ich sie abhängig gemacht. Aber es kommt mir eigentlich so vor, als ob die das schon vorher genommen haben. Die Spruchrolle. Was sind das für Sprüche? Ich weiß nicht, ob wir eine Spruchrolle haben wollen. Hilf mir in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Ich nehme das Erz. Also wir müssen uns jetzt entscheiden. Also ich würde eigentlich mehr so zum Erz tendieren. 100 Erz ist ziemlich viel. Und wenn wir dann später irgendwie zurück ins alte Lager gehen oder vielleicht hier noch einen Schmied finden. Wir müssen unbedingt eine Waffe kaufen. Und eine Rüstung wäre auch nicht schlecht. Also bei der Bruderschaft weiß ich nicht, ob man da unbedingt bei denen mitmachen sollte. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also dadurch, dass die ja irgendwie was Geheimes vorhaben, ist das ein bisschen reizvoller geworden. Aber so von den Charakteren her tendiere ich derzeit noch so zum alten Lager eigentlich mehr. Weil da fand ich so die Atmosphäre im alten Lager fand ich bisher eigentlich am coolsten. Ich würde sagen, wir nehmen das Erz. Ich nehme die 100 Erz. Wie du willst. Ja. Er voll enttäuscht. Ja, super. Tja, mal sehen. Vielleicht gibt es da hier irgendwie was abseits. Irgendwo muss man hier doch pennen können. Wir können uns zwar auch einfach hochheilen, wir haben genug zu essen, aber das ist so einfach so dieser Geiz. Man muss doch hier irgendwo pennen können. Ist da hinten noch was? Da hinten sind auch vielleicht Hütten. Mal sehen. Ich meine, die Bauern sind ja auch von da gekommen und dann hier so den Weg runter zur Arbeit. Vielleicht sind das ja die Hütten von den Bauern. Da hinten waren ja auch nur Banditen und Söldner. Also da haben wir keinen einzigen Bauern oder Schürfer haben wir auch nicht gesehen. Die Schürfer müssen ja eigentlich auch irgendwo pennen. Tja. Sieht aber schon sehr häuslich aus. Oh ja, das sieht doch sehr häuslich aus. Keiner schreit uns an. Ach, cool. Hier ist sogar das Licht sehr schön. Ach komm, dann legen wir uns doch erstmal hin und schlafen doch erstmal schön. Ich würde sagen, bis Mitternacht und dann beklauen wir hier die Leute ein bisschen. Wir brauchen ein bisschen Cash in Tash. So Leute, ihr geht schlafen. Wunderbar. Oh, er scheint... Warum weckst du mich? Was? Ich habe euch geweckt? Muss man hier gehen? Kluges. Oder hat mich da jetzt einer angesaugt? Darf man da nicht stehen? Natürlich erst hier bei denen. Mal gucken, sagt er nachts was anderes, wenn er hier am Feuer steht? Zeig mir das. Ach nee. Okay. Hier kann man nur Zeug kaufen, okay. Ich finde, wir können nachts das ruhig eine Fackel benutzen. Das ist schon ziemlich cool. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Was? Ärger von wem? Von einem Bauern? Warte, ich bin eigentlich nicht auf Konfrontation aus. Entspann dich, ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Ach so, ja, das ist natürlich mies. Aber im Endeffekt, guck mal, wir sind nur an ihm vorbeigelaufen. Er saugt uns sofort an. Vielleicht haben wir ihn angeguckt und dann ist er schon durchgedreht. Ja, und scheiße, sozusagen bevor er bestraft wurde, hat er wohl einfach jeden, der ihn irgendwie auf den Sack gegangen ist, mit überhaupt gar nichts, mit einem Blick oder so, oder weil man geatmet hat, sofort angemacht. Ja, okay, das ist natürlich scheiße. Ja, kann immer was Doofes passieren, wenn man sowas macht. Ja, und guck mal, wo er gelandet ist. Das ist doch mal ziemlich mies. Aber irgendwie, also er scheint aber auch sehr nett zu sein. Er scheint aber irgendwie ein Guter zu sein. Ja, er hat es ja sozusagen auch begriffen und eingesehen. Er ist cool.
Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Ein Tagebucheintrag, das klingt nach einer Quest. Was kann man denn sagen, um den Mistkerlen hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat? Okay, eigentlich genau dafür, aber ich glaube nicht, dass wir ihm das sagen sollten. Zur Selbstverteidigung? Ja, weiß ich nicht. Gute Frage, ich werde darüber nachdenken. Ich glaube, das ist erstmal die bessere Antwort, dann können wir ihm später eine Antwort geben. Vielleicht ergibt sich ja noch was. Gute Frage, ich werde drüber nachdenken. Gut. Moment, wir konnten ja eigentlich darauf antworten, mal gucken. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Nein, okay. Nein. Dachte ich mir. Okay, ich hatte jetzt kurz Angst gehabt, dass die Quest dann fehlgeschlagen ist, aber super. Das ist sehr gut, auf jeden Fall. Dann können wir das immer noch machen. Wir finden bestimmt jemanden, der ihn kennt. Vielleicht ist ja hier irgendwie noch einer mit einem Namen. Vielleicht der Pock. Der war eigentlich ganz gut. Vielleicht hat der was zu sagen. Die andere ist ein Bauer. Der ist auch ein Bauer. Alles klar bei dir? Schön. Ja, schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Moment mal. Wir hatten uns schon unterhalten. Nein. Das ist ausgeschlossen. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Natürlich. Ach, er kann sich nicht erinnern? Alles klar bei dir? Schön. Ach so. Moment mal. Er wiederholt sich. Okay, scheiße. Okay. Ja, ihm geht's echt nicht gut, der Arme. Ja, der König und die Steuern und sein leerer Bauch. Oh Mann. Die Barriere. Sie sieht aber cool aus. Und ob auf dem Mond irgendwelche lebendigen Lebewesen sind. Wer weiß das? Wer weiß das schon? Oh Mann. Vielleicht hat er ja irgendwie... Nee, ich denke mir die ganze Zeit so, wir müssen einen finden, der ihn kennt. Vielleicht in der Kneipe. Oder so. Und, ja, wie heißt es? Dann, können wir bei ihm die Quest auch fertig machen. Da oben sind zwei Fackeln und ein Weg. Vielleicht gehen wir da ja mal lang und gucken mal, was da ist. Ja, hier ist der Wasserfall. Vielleicht gehen wir ja mal... Können wir hier runter ins Wasser? Mal vorsichtshalber kurz gespeichert. Oh, das hat gut funktioniert. Mal gucken, ob hier eine Höhle ist. Oh, Moment. Ja, sehr schön. Das sieht sehr unhöhlich aus. Haben wir jetzt die Fackel eigentlich verloren? Nee, ach, die ist sogar hier oben wieder drin. Super. Hier müsste ja eigentlich irgendwo dieses Vieh sein, was den Damm beschädigt oder so. Er hätte ja gesagt, irgendwo auf der anderen Seite vom See oder oben ist was, aber das ist so groß. Ich hoffe ja nicht, dass er das meint. Weil das wäre auf jeden Fall ein bisschen, glaube ich, zu mächtig. Ist hier noch irgendwie was? Was da hinten, das sieht so... Nee, oder? Ist hier eine Höhle? Warte, wir machen lieber eine Fackel wieder an. Nee, das ist einfach nur Stein. Okay.
Ob wir wirklich dieses Viech platt machen sollen? Also, ob das überhaupt was wird. Also, schön wär's. Ich sehe oben irgendwas. Nee, hier ist... Und hier können wir wieder nicht weiter, okay. Kann man hier dann nicht vorlaufen? Nee, Tatsache. Das ist ein sehr, sehr stabiles Bäumlein. Nee, hier oben ist tatsächlich nur dieses eine Vieh. Es muss ja dann eigentlich das eine Ding sein, was man platt machen soll. Ja, dann versuchen wir doch mal unser Glück. Obwohl ich echt ein schlechtes Gefühl habe. Sehr, sehr schlechtes Gefühl. Dammlurker. Ey, wir nehmen gar keine AP. Oh Mann. Oh Mann. Okay, zum Glück ist er nicht schnell. Man kann ihn leicht auslaufen. Ich will gerne die Fackel wieder mitnehmen. Ja, es hat aufgehört, komische Geräusche zu machen. Okay. Ey, wir haben ihm gar keine HP genommen. Hm. Vielleicht gibt es ja da irgendwie eine besondere Methode, das Ding kaputt zu machen. Oder wir sind einfach so schwach, dass das keinen Sinn macht. Das kann auch sein. Hm. Ich denke, vielleicht macht es Sinn, wenn wir ein bisschen rausgehen und die Monster töten, die wir kennen und platt machen können. Können wir ein paar EP noch sammeln. Ach nein, es ist Nacht, wir wollten klauen. Ah, mein Gedächtnis. Stimmt. Wir werden erstmal wohlhabend. Genau. Wir gucken erstmal, ob die Leute hier schlafen, ob das möglich ist, in die Hütten zu kommen. Dann schauen wir doch mal, ob es ein paar Kisten für uns gibt. Ah, ist immer ein schöner Blick. Oh, mitten ins Gesicht gehalten. Es tut mir sehr leid, der ganze Bart ist abgefackelt von ihm, oh Mann. ja, wer ist das denn? Er sieht so aus wie Lefty. Irgendwie. Ne, ist aber nur ein Bandit, okay. Ich dachte schon, sonst hätte ich mich sofort an ihm gerecht, selbstverständlich. Aber gut. Ja komm, dann versuchen wir. Gehen wir einfach mal hier schön im Uhrzeigersinn. Und gucken mal. Weil der Typ ist ja wach. Ist denn hier überhaupt was zum Nehmen? Er hat hier nur Stein. Ach, da ist eine Kiste. Ja, und er guckt ja auch direkt da drauf. Das kann man vergessen. Ja, das ist echt schwer. Wie kommt man denn an die Kisten von denen? Geht das denn hier? Mal gucken. Wir müssen mal gucken, ob wir so im Türspalt stehen können. So ganz entspannt. Und dann hier. Ja. Yeah. Hey, du. Was? Glück gehabt. Okay, das haben die mitbekommen. Das haben die mitbekommen. Vielleicht müssen wir auch die Fackel ausmachen. Okay. Wir speichern hier einmal. Wir müssen erstmal gucken, ob das wirklich hier funktioniert. Da bin ich mir nicht, dass er gleich aufsteht. Oder dass er hört, wie wir das Schloss knacken. Okay, komm. Links ging. Rechts. Ah, verdammt. Okay, links, rechts, links. Links. Oh, wow. Links, rechts, links, rechts. Okay. Oh, das hat sich aber, glaube ich, von der Ausbeute gelohnt. Aber das ist echt hart, wenn man sich einmal vertut, dann geht der Dietrich direkt kaputt. Haben wir das noch nicht doch 50% ausgebildet? Ja. Hm. Ein bisschen schade. Mal gucken. Ja, ja, sehr gut. Das sollte doch auch funktionieren. Wenn wir sehr, sehr leise sind. Verdammt, rechts, links, nee, rechts, rechts, links, links, ach, sehr gut. Das sieht doch nach Wasser, Schnaps und 26 Erz, das ist doch eine feine Sache. Ey, wir haben 255 Erz, sehr gut. Wir werden uns auf jeden Fall eine Waffe leisten können. Hm. Nee, hier können wir das vergessen. Vielleicht sind... Nee, das... Nee, hier sitzt einer. Bruce, wer ist das denn? Wie steht's? Mann, wie soll's schon aussehen? Den ganzen Tag Reis fressen und darauf warten, dass sich eine Gelegenheit bietet, an Erz zu kommen. Also, dann kann man sich mal wieder richtig in der Kneipe... Ja, das kennen wir ja schon, die Aussage.
Komisch, er hat einen Namen, aber man kann eigentlich nichts... hat so die gleichen Optionen wie ein normaler ohne Namen. Also der nur Bandit heißt. Hm. Wir haben doch gar keinen Sumpfkraut mehr. Ich habe ein bisschen... Wo? Ach. Aber cool, also wenn wir Sumpfkraut haben, haben wir dann gar keins mehr? Nee. Aber cool, wenn wir welches haben, können wir das anscheinend hier immer verkaufen. Das ist ja ziemlich cool. Oh, wir müssen unbedingt ja im Sektenlager eigentlich irgendwie gucken, dass wir da an so Zeug rankommen. Aber da gab es ja gar keine Kisten. Irgendwie. Hat er denn eine? Da hat er eine. Ob das wohl geht? Ich denke nicht. So Bullshit, wenn das geht. Ach. Ach. Das geht? Okay, okay. Vielleicht ist er blind. Ach, die war einfach offen. Hab ich schon gewundert. Nach links und nach rechts passierte nichts. Super. Danke, Junge. Er ist ja total cool. Kann man hier auch schlafen. Sozusagen. Er bekommt einfach gar nichts mit. Okay, er guckt auf die Wand. Das ist super. Schnappen wir uns doch mal. Ach, die ist auch offen. Perfekt. Perfekt, Leute. Perfekt. Sehr gut. Mich wundert es zwar, dass die Kisten offen sind, weil da ein Schloss davor ist. Ich dachte immer, wenn ein Schloss davor ist, dass das bedeutet, ja, dass die nicht offen sind. Aber gut. Okay. Die zwei haben sich wirklich sehr gerne. Er guckt deprimiert die Wand da an und er dort. Oh Mann. Ich denke, das funktioniert. Ja. Ach, die ist auch offen. Die sind ja alle offen, die Kisten. Okay. Komisch. Aber gut. Interessant. Ich dachte, ja wirklich. Ich bin sehr, sehr erstaunt darüber, dass die nicht alle verschlossen sind. Aber wir haben so viele Dietriche gekauft. Geht's hier um? Ja, hier ist noch eine. Aber gut. Die werden ja nicht verschwendet sein, die Dietriche. Ach. Hier ist eine freie Hütte. Das müssen wir uns merken. Cool. Cool, cool. Wie viele Fackeln wir jetzt wohl schon haben? Hunderte. Aber es müssen ein paar sein. Moment, ganz rechts ist das. 16 Stück. Boah. Cool. Wo ist die Höhle? Ach, hier ganz oben. Die Hütte hat auch einen coolen Ausblick. Sieht nachts schon ziemlich cool aus, finde ich. Ja. So, also hier oben ist nichts mehr. Vielleicht... Wir gehen eine Ebene tiefer und dann machen wir das hier. Es hat doch geklappt. Wunderbar. Ninja Skills sind schon am Start. Oh, das ist Wolf. Ah, seine Kiste ist da hinten. Das speichere ich einmal. Keine Lust, dass der uns irgendwie... Weil ich denke mir, wenn die uns beim Klauen direkt erwischen, dass die uns sofort schlagen. Aber es geht anscheinend. Er sieht es auch nicht. Verdammt, er sieht es doch. Scheiße. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Oh mein Gott. Nein, wir laden, wir laden, wir laden. Okay, da war es aber irgendwie klar, dass er das sieht. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Vielleicht ist er ja auch aufgestanden. Hm. Mal gucken, wenn wir einmal reingehen. Hey du, kluges Wechselt er dann den Sitz? Ja, er geht aber... Ach, jetzt ist er am Schlafen. Perfekt. Perfekt. Verdammt. Wieso schläft er denn nicht einfach? Ja. Wieso schläft er denn nicht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Was ist los? Gar nichts. Ja, perfekt. So, wir schleichen. Und er schläft. Nicht mehr. Oh Mann. Ach nee, nee, nee. Komm, wir lassen Wolf mal in Ruhe. Der checkt das, wenn wir an seine Kiste wollen. Gucken. Aber das sind die Söldner. Ja, hier sollten wir die, sollten wir mal lieber in Ruhe lassen. Kord, wer ist das denn? Hallo? Hallo, Herr Kord. Haben Sie kurz Zeit für uns? Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. Oh, er ist günstiger. Wie heißt es? Einhänder Stufe 2. Aber cool. Ja, das lernen wir doch. Dann Stufe 1.
Ich denke, dass man Stufe 2 nicht direkt lernen kann. Ansonsten wäre das eigentlich ein ziemlich cooler Move, aber ich glaube eigentlich, dass man erst die Stufe 1 braucht. Komm, wir lernen die. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Gute Entscheidung. Um deine Technik zu verbessern, musst du erst einmal lernen, deine Waffe richtig zu halten. Anfänger neigen dazu, Einhandwaffen mit beiden Händen zu halten. Mit sowas fängst du am besten gar nicht erst an. Das behindert dich nur. Halt die Waffe mit einer Hand, Klinge nach oben und dann immer schön schwingen lassen. Du musst lernen, den Schwung deiner Waffe mit deinen Bewegungen in Einklang zu bringen. Dann kannst du schneller zuschlagen. Wenn du dich an meine Anweisungen hältst, wirst du in Zukunft eleganter und vor allem schneller kämpfen. Ach, und noch was. Manche Treffer richten mehr Schaden an als andere. Als Anfänger hast du nur eine geringe Chance, solche kritischen Treffer zu landen. Aber je weiter du fortschreitest, desto besser wird diese Fähigkeit. Okay. Steht das irgendwo? Ah, oben rechts, Einhänder ausgebildet, 5% ist unsere Crit-Chance. Das ist ja nicht allzu viel, 5% ist ziemlich arm. Aber gut, mal gucken, wie wir die dann später weiter leveln können. Ah, ich würde ja ganz gerne mal das ziehen. Oh ja. Wenn du Streit suchst. Ja, ne, ich wollte ja nur kurz gut. Mal... Mach das nicht nochmal! ist okay, Sir. Oh Mann. Aber es lässt sich schon besser schwingen. Also es hat sich, finde ich, sehr gelohnt. Okay, das sind alles Söldner. Hier ist ein Schleifstein. Was schleifen wir denn da? Aha. Jetzt haben wir hier so ein großes Schwert. Aha. Hatten wir irgendwas zum Schleifen? Hä? Warte. Haben wir jetzt noch so ein Schwert? Oder wie? Ach, Tatsache. Ach, das ist ja echt mal ein mieser Bug. Okay, das machen wir nicht nochmal. Okay. Also man geht hier einfach ran und bekommt so ein fertiges Schwert. Das ist aber wirklich eigenartig. Es ist sogar besser wie unseres, aber 20 Stärke haben wir nicht. Ja, aber allzu viel EP fehlen uns gar nicht dafür. Tja. Ja, ich würde sagen, die Sonne geht auch so langsam auf. Wir sollten nach draußen gehen. Das ist, denke ich, eine gute Idee. Wir gehen nach draußen. Wir gehen ein wenig in die Wildnis zwischen dem neuen und dem alten Lager und werden ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Und ich würde sagen, wir gehen dann auch erstmal Richtung altes Lager und können dann da noch ein bisschen chillen. Wir können da Bescheid geben. Wir haben ja Neck gefunden. Der ist ja tot. Und da vermute ich ja, dass irgendjemand ihn umgebracht hat. Vielleicht geht's ja da weiter mit der Quest. Moin Leute, alles klar? Check, check. Super, sehr nette Leute. Ach ja, jetzt ist hier der Lefty auch wieder. Ja, die sitzen am Lagerfeuer. Ist mir auch egal. Schläger und noch ein Schläger. Was hat denn der so zu sagen? Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislaut. Wenn du was willst, rede mit Lefty. Nee, mit Lefty rede ich nicht. Wir haben 4.53 Uhr. Okay, das ist eine schöne Uhrzeit hier in dem Spiel. Ich finde, dann sieht das hier von den Lichtverhältnissen. Das sieht gerade wirklich schön aus. Ja, das sieht echt schön aus. Gucken, ist hier unten. Also da links, da waren ja solche Fliegen. Vielleicht kann man ja jetzt eine Fliege, wenn die einzeln kommt, platt machen. Müssen wir. Oh, da oben sind diese Warane, aber da sind diese Scavenger. Und die sollten machbar sein. Komm, wir laufen da mal hin zu denen. Ich weiß noch nicht, ob wir 4 Stück auf einmal schaffen. Da müssen wir speichern, Leute. Auch wenn das jetzt so ein bisschen die Spannung rausnimmt, aber das ist sonst zu übel. Ah, das klappt aber. Das klappt, Leute. Das klappt, ja. Oh, das ist perfekt. Das ist sowas von viel, viel besser. Und wir haben mal kaum HP verloren. Wieso auch immer die so wenig Schaden machen konnten, aber cool.
Ein paar Pilze, ein bisschen Zeug hier zum Mitnehmen. Wunderbar. Das ist doch schön. Da macht doch die Jagd gleich viel mehr Spaß, wenn man hier noch ein paar Pilze und so pflücken kann. Seraphis. Ich weiß gar nicht, gibt Seraphis auch in Wirklichkeit ganz bestimmt? Auch Höllenpilze wird es auch geben. Ist hier was? Ein Krug und eine Fackel? Kann man hier auch schlafen? Nee, aber ein Pilz. Ja, Pilze nehme ich doch immer gerne mit, aber ja, schade. Schade. Oder ist hier was? Ist hier überhaupt nichts? Nee, okay, hier ist gar nichts. Hier so unter Wasser sehe ich auch nicht wirklich was. Okay, da ist das Gebäude eingestürzt. Oh, da ist wieder so ein großes Ding. Die lassen wir mal schön da, wo es ist. Da geht es weiter irgendwo hin. Da ist auch irgendwie, sieht so aus, als ob da oben... Ja, was ist das? Irgendwie so wie so ein Zaun. Ich will einmal hier in dem Haus mal gucken. Vielleicht ist da ja irgendwie unter Wasser was zu finden. Oh, das ist aber schwer. Ich sollte erstmal auf die Steuerung klarkommen. Oh Mann. Mit der Unterwassersteuerung ist nicht so einfach. Weil man tatsächlich nicht... also mit nach oben, nach unten, dass man sich so bewegen kann, ist okay. Nach links und nach rechts muss man mit der Maus machen. Nach oben und unten geht aber auch. Also man kann die Kamera nicht mit der Maus nur steuern. Das ist ein bisschen schade. Oh. Oh, okay. Ich finde, wir sollten von dem Haus doch irgendwie weggehen. Hier, da war ja nichts drin, ne? Habe ich ein bisschen Angst, dass wir hier rumbacken. Was ist da hinten? Da bewegt sich doch was. Ja. Ach, da qualmt doch was. Da sind doch Leute. Ist ja eine Höhle. Guck mal, hier schön hinter den Büschen. Moin, Leute, was geht? Cool. Was zum Teufel machst du hier? Wo, 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 wo? Was geht mit ihm? Was geht mit ihm denn? Oh, Alter, nein. Oh, er schießt. Oh nein, hier sind auch noch Viecher. Okay, die sind aber einfach. Oh, ich hoffe, er kommt nicht hinterher. Ich hoffe, er kommt nicht hinterher. Die Viecher sind gar kein Ding. Die kriegen wir hin. Hauptsache, der Typ kommt nicht. Ich glaube aber nicht, dass er so weit hinterher läuft. Okay, da hinten, das sah so aus, als ob da einer irgendwie so, ja, wie Korkalom so einen Alchemietisch hat oder so. Oh, verdammt, der ist ja immer noch da. Scheiße. Scheiße, er wartet da. Warte, wir müssen uns hochheilen. Verdammt, was können wir machen? Ich habe keine Ahnung. Steht er da jetzt die ganze Zeit? Scheiße. Und er hat einen Bogen. Und einen Schuss vom Bogen. Ey, wenn wir da weglaufen, der bekommt uns doch... Wir können vielleicht den Stein als Schutz benutzen, wenn wir hier geradeaus laufen. Ey, verdammt. Wie lange steht er da denn jetzt? Will er nicht... Ey, Junge, geh mal wieder weg. Lass uns mal schön in der Ruhe. Ich habe doch gar nichts gesehen. Mann. Oh Mann. Was ist mit ihm los? Wieso tut er das nur? Ah. Oh. Ja, okay. Ey, wir laufen, wir gehen da zu dem Stein und dann versuchen wir da irgendwie hoch Richtung neues Lager zu kommen. Oh, vielleicht sollten wir springen, vielleicht hilft er auch gut. Er hat nicht getroffen, er hat nicht getroffen. Sehr gut. Dann nehmen wir den Baum als Deckung. So, hier können wir hoch. Kommt, 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 jetzt schießt er wieder. Wir nehmen einfach den nächsten Baum als Deckung. Ja, funktioniert, funktioniert. Oh Mann, oh Mann. Ja, gut, er schießt nicht. Ist er noch da? Nee, jetzt ist er weg, okay. Cool. Hat geklappt, super. Cool. Vielleicht haben auch die Viecher ihn angegriffen, kann auch sein. Danke, Bros. Danke für die Hilfe. Sir, Leguan. Vielleicht versuchen wir, eine von den Blutfliegen da rauszubekommen. Da würde ich aber vorher speichern wollen.
Ich meine, wir hatten ein bisschen nur schlechte Erfahrung mit denen. Aber mal sehen, vielleicht klappt es jetzt ja besser. Es sind aber ganz schön viele, die hier sind. Warte, jetzt kommt die... Es kommen zwei. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich will nur eine. Ja. Okay, die andere hat uns nicht mehr... Ja, okay. Oh, die machen so viel Schaden. Oh, das war knapp. Die geben aber auch 70 EP. Aber die machen eine Menge Schaden. Oh, wir haben ja so viel Fleisch, dann essen wir das mal. Wir haben übertrieben viel Fleisch. Ich weiß gar nicht, wie so viel Fleisch, ey. Mann, das müsste eigentlich schon längst alles vergammelt sein. Also komplett. Der, das ist erst eine Woche alt, ist nicht so schlimm. Das kann man noch essen. Kann man hier unten auch lang gehen? Ach, da ist ja sogar... Ach komm, das Kräuterchen, das nehmen wir mit. Oh, erst mal sliding like a rider. Ist cool. Wie er darunter slidet. Das ist echt cool. Warte. Ja, komm, die kriegen wir platt. Nee, oben ist nichts. Ich dachte, da wäre was gewesen. Erledigt. Die sind easy. Die Viecher sind wirklich easy. Aber diese Blutfliegen von eben, nee, auf gar keinen Fall. Die sind mega schwer. Also wenn man die nicht sofort direkt erwischt, dann ist das echt fies, weil ich glaube, dreimal muss das für einen treffen und dann bist du tot. Das ist auf jeden Fall eine harte Nummer. Da sind nur zwei Stück von denen. Vielleicht, ja, oder drei sogar. Eine können wir versuchen. Wenn wir die einzeln da rausbekommen. Oh, was geht mit der Fliege? Oh, Moment. Halt. Dann versuchen wir die nur da unten zu bekommen, dass wir nur bei ihr im Radius stehen. Scheint auch zu funktionieren. Okay, sie kommt. Oh nein, die andere kommt auch. Oh nein, oh, verdammt, oh. Ey, wie die uns beide gleichzeitig gekillt haben, so nebeneinander. Also das ist schon nicht schlecht. Okay, okay. Jetzt sind wir doch ein kleineres Stückchen weiter hinten. Vor der ersten Blutfliege hier haben wir gespeichert. Okay, komm, aber eine einzeln geht. Oder vielleicht lassen wir die Blutfliegen einfach mal sein. Nicht, dass wir uns hier permanent durchsterben. Das muss auch nicht sein. Machen wir eben da oben die Scavenger platt. Und dann gucken wir weiter, wo wir noch ein paar leichtere Gegner haben. Ich würde sagen, wenn wir dann Stärke noch machen und das andere Schwert benutzen können, dann sollten wir ja bestimmt schon wesentlich mächtiger sein. Oh. Boah, sind die laut. Die sind ja übertrieben laut, die Viecher. Gehen wir hier mal einfach entspannt über die Brücke. Hier war ja auch eine Kiste. Tatsache. Kann man eigentlich hier am Lagerfeuer auch irgendwie Fleisch machen? Oder ich glaube, vorher hatten wir mal ein Lagerfeuer mit einer Pfanne. Da ging das. Die ist auf jeden Fall zu. Okay, rechts war nicht. Eine Niete. Okay, links, links, rechts. Okay, cool. Ja, sehr schön, sehr schön. Aber hier war ja sogar ziemlich fett was in der Kiste. Das ist schön. Immer schön mal umgucken. Nicht, dass wir irgendwie eins von den leichten Viechern übersehen. Na, hier oben ist so ein... Kann man hier auch lang gehen? Okay. Was ist das hier? Ach so. Ach, da ist ja eine kleine Wurzel. Ah, da unten ist so ein großes Ding. Die haben wir noch nicht probiert. Aber ich glaube nicht, dass wir die irgendwie platt bekommen. Hm. Dann gehen wir hier nochmal weiter. Ach ja. Ich glaube, das ist dieser Jäger, wo wir auch was lernen können, aber wir haben keine Lernpunkte. Ja, und ich würde auch erstmal
Ja, eigentlich würde ich schon ganz gerne die Jagd auch leer, also das Quartier rausnehmen können. Aber ich glaube, das ist nur ein bisschen zu früh. Auch wenn wir es so früh wie möglich machen sollten, es lohnt sich, aber ja, ist halt eben so die Sache. Ich will erstmal ein bisschen stärker sein. Das finde ich ist so ein bisschen das Problem. Hier ist eine Höhle. Hier gehen wir mal rein. Ich hoffe, hier sind keine bösen Viecher. Die sind einfach. Okay. Die scheinen ja dann bevorzugt mehr in Höhlen zu sein. Das sollte funktionieren. Sehr gut. Die gehen sehr gut klar. Also Scavenger und die hier, die sind überhaupt gar kein Problem. Okay, für ihn waren sie doch ein Problem. Okay. Ruhe in Frieden, Bruder. Der ist gut in Nachtschattengewächs. Nehmen wir doch auch gern. Was auch immer ein Nachtschattengewächs ist. Ist es am Regnen, Tatsache? Ah, oh, der Himmel. Sieht sehr episch aus. Ist es eine Waldbeere? Ja, Tatsache. Hier ist so eine gemachte Kante. Gemachte Kanten haben wir schon ganz am Anfang vom Spiel gelernt. Oh, da ist ja so ein Turm. Sieht zumindest wie so ein Turm aus. Haben wir aber gelernt, hier könnte es was geben. Hm. Okay. Okay, hier kommt man aber nicht mehr hoch. Oder doch, vielleicht hier. Ist das klug, was ich hier gerade tue? Oder ist das einfach nur, vielleicht ist das hier auch nur Deko? So eine Waldbeere haben wir auch schon lange nicht mehr gegessen. Wir haben sehr viele Pilze gefunden von diesen Höllenpilzen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel der Koch haben wollte. Wir essen, aber von denen haben wir so wenig gefunden. Von denen haben wir ja sehr viele gefunden. Wir nehmen mal hiervon was. Oh, oh, hier ist ein Schwert. Ein altes, das hatten wir doch schon. Ja, das ist schlechter wie das, was wir haben. Okay. Also hier... Ach, da oben geht's irgendwie zum Turm, okay. Oh mein Gott. Ah ja, der hat uns sogar schon gesehen. Der kommt sogar schon zu uns hin. Oh mein Gott, das ist ein Raptor. Nee, wir laufen lieber weg. Ich hoffe, er kommt nicht allzu schnell. Weil wenn der läuft, wir können dann niemals weglaufen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir hier einfach die Kante hochklettern. Ach, hier kommt man sogar hoch zur Brücke, okay. Also den Turm will ich mir auf jeden Fall angucken. Der sieht sehr interessant aus. Was ist denn das hier für eine Tür? Ach, sehr gut. Machen wir die Tür zu. Ah, dann sollten wir auf jeden Fall safe vor dem Vieh sein. Huch, rechts. Ja, rechts geht. Warte. Rechts, links, links. Okay. Feuerpfeil, cool. Ist eine Spruchrolle. Pfeile, oh, das ist eigentlich ganz gut. So viel Erz ist eine fette Kiste. Auch nochmal so ein grobes Schwert. Und Dietricher, das ist doch cool. Das ist eine sehr coole Kiste. Ob da oben wohl was ist? Kommt man hier hoch? Wir speichern hier unten mal und finden das mal heraus, ob man da... Kommt man hier hoch? Geht das? Weil das sieht so... So gemacht aus hier, so dass man hier so hochklettern kann. Hm. Von hier? Nee. Von hier kommen wir doch nicht da hoch. Niemals. Wie soll das denn gehen, oder? Kann man hier wirklich laufen und dann springen? Das soll passen. Da bin ich ja mal gespannt. Moment, wir gehen so weit hin nach hinten, wie es geht. So. Oder hier vielleicht ganz links, so. Nein! Oh mein Gott.
Der ist tatsächlich gestorben von der geringen Höhe. Oh Mann. Oh, egal. Das ist gar kein Problem. Ob das überhaupt geht? Oder vielleicht kann man da hoch? Nur wie kommen wir hier hoch? Mal gucken. Ach so, das geht aber. Okay, cool. Kommen wir hier auch hoch? Nee, oder? Nee. Nee, nee. Ihr sagt dann, nee, geht nicht. Oh, vielleicht kann man ja von der anderen Seite da irgendwie hochkommen. Aber da oben ist ganz bestimmt was. Muss ja. Moment, schaffen wir das? Ach so, mal gucken. Wenn wir jetzt erst springen drücken und dann nach vorne machen. Ach so. Ach, das hat er jetzt aber keine HP genommen. Okay, das ist doch schon mal nett. Naja, schade. Guck mal da oben, ey. Das sind nur so wie zwei Raptoren. Fies, Mann. Aber man kann die von hier oben, wenn man einen Bogen hat, eigentlich platt machen. Und da hinten ist eine Höhle. Kann man den dann hier so weiter? Ja, Tatsache, hier kann man auch nochmal gucken. Von kommt man hier hoch? Ja. Aber ich glaube nicht, dass man von hier irgendwie in den Turm kommt. Nee. Ich glaube das nicht. Aber dennoch, Versuch macht klug, ne? Ich weiß nicht, ob man vielleicht von hier so irgendwie laufen und dann springen muss vielleicht. Wir speichern hier noch einmal. Wir testen es noch einmal, ob man hier laufen und springen muss. Und wenn das nicht passt, dann war es das auch. Oh. Es sieht eigentlich so aus, als ob das durchaus funktionieren könnte. Das ist eigentlich eine coole Sache.